Protato, da sind wir wieder. Protato 1.0. Wir waren mit dem Raufbold unterwegs. Hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, Welle 13 und dann war Schluss. Raufbold, der hat's in sich. Er ist nicht so, also, der ist nicht so leicht. Also auch nicht schwer, klar, würde ich auch nicht sagen. Aber andere haben es leichter. Aber wir versuchen das nochmal. Genau, mit seiner Faust, Doppelfaust, direkt zum Anfang. Genau, Gefahr 5, ab geht's. Tak, 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 tak. Alles kein Problem hier noch, ne? Der Raufbold rauft sich da so durch. So, ich hatte gesagt, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr auf Schutz gehen. Und dann fangen wir direkt mit Rüstung an. Ja, da ist nix. Eine Faust. Nö. Nö, nö. Würfeln. Noch eine Faust. Nö, ja, den Rückstoß nehmen wir gleich. Dann haben wir den. Und dann direkt ab in die nächste Welle. Das läuft doch super, läuft das. Keine Probleme, gar nichts. Mit Welle 2 und der Raufbold, da ist es auch alles noch kein Problem. So, gucken wir mal, was haben wir jetzt hier? Angriffstempo, Glück, Lebensentzug, Ausweichen. Glück und Lebensentzug nicht. Ich glaube, wir nehmen eher Ausweichen. Dann noch die Faust. Nahkampfschaden, Kritschaden, Sekrit ist eigentlich auch ganz cool, ne? Dann wir würfeln nochmal. Eine Hand, Dings da, nö, alles scheiße. Eine Schlange. Ah, ich glaube, die kaufe ich einfach. Weil ich würde gerne wieder die Flammenschlagringe bekommen. Noch eine Faust. Jo, alles klar. Dann geht's jetzt ab, dann haben wir jetzt auch Waffen voll, ne, oder? Ja. Genau, alles voll. Und dann sollten wir uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, weitere Rüstungen und Ausweichen aufzubauen. Weil, wenn wir wenigstens das wenige Leben, was wir haben, gut schützen, dann sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren in weiteren Wellen. Das lief doch gut. Keine Probleme. Ja, wir nehmen Lebensgeneration, Regeneration und Rüstung. Voll auf Rüstung. Faust, blau machen. Wir kaufen auch gleich die Schlange in der Hoffnung, dass da irgendwas kommt. Den Krallbaum können wir uns ja schon mal safen. Ja, nö. Safen wir auch das Geld. Sparen wir uns das. Zack, zack, zack. Wir kloppen die alle gut weg. Das ist am Anfang, also wie gesagt, ist ja generell kein Problem, aber man kann schon immer so, man, ne, weiß schon immer dann Bescheid, so, wie sich das entwickelt. Weil man könnte auch jetzt schon, je nachdem welchen Charakter man spielt, was Schaden angeht, schon völlig abkacken. Tempo. Das ist ganz interessant. Lebensregeneration ist auch interessant. Tempo haben wir noch gar nicht. Ja, dann nehmen wir Tempo. Nee. Ja, Faust ist natürlich wichtig. Faust. Wurst. Ja, die kaufen wir. Ich sperre mir die jetzt schon mal. Würfeln wir nochmal. Blaue Faust. Super. Ja, wir hätten auch gleich noch. Na, egal. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal, ab geht's. Sieht doch entspannt aus. Ganz entspannt.
durch das Alienland. Also, wenn wir überhaupt in Alienland sind. Nee, die sind ja zu uns gekommen. Dann sind wir, weiß ich nicht, im Düsterwald oder so? Im Düsterwald. Ja. Super. Aber zweimal aufsteigen wäre schon interessant. Wäre schöner. Das wäre schöner. Tempo, Angriffstempo. Tempo haben wir jetzt, Angriffstempo haben wir auch ein bisschen. Ja, wir nehmen Tempo. Ja, dann kaufen wir jetzt auch die Panikwurst einfach, schon mal in der Hoffnung. Da haben wir noch eine blaue Faust, machen wir so. Und eine graue Faust. Den Krallenbaum. Ne, den machen wir jetzt weg. Lebensregeneration ist gut. Graue Faust noch kaufen. Können wir gar nicht. Sperren, nächste, blau, dann lila machen, noch eine graue, ja, machen wir. Das Riskante ist ja auch immer, da man ja nur mit Fäusten spielt, hat man, also ja, ist man nicht richtig gezwungen, aber es ist wichtig trotzdem auch reinzulaufen. Wir müssen die ja hauen. Weil wenn wir die immer auf Abstand halten und immer weglaufen vor denen, dann kriegen wir die ja gar nicht platt, denn wir haben ja minimale Reichweite. Ne, seht ihr ja, ne? Nur wenn ich da richtig raufgehe, dann fliegen die Fäuste. Jawohl. Super. Ja. Rüstung. Ausweichen. Dann einmal die Faust kombinieren. Faust, Riposte. Na klar. Nö. Schlange. Die safen wir. Tasche. Nee. Ich brauche das Tempo. Noch mehr Rückstoß. Ja. Ja, okay, das ist eigentlich, kann man safen. Gucken wir mal, was uns nächste Runde noch, nächste Shopwelle, also im Shop nach der Welle erwartet. Machen wir wenigstens ein bisschen Schaden. So außerhalb der durch die Wurst und die Schlange. Ja. Also man muss da echt schon rangehen, ne? Sonst wird das nichts. Das ist ja das Risiko bei dem so. Man ist gezwungen, da irgendwie reinzukommen und den richtig zu geben. Man muss da so richtig rein in die Masse. Das ist ein richtiger Raufbold halt, ne? Geht ja nicht anders. So. Ich würde sagen Rüstung. Und noch eine Schlange. Und noch eine Faust. Und die Mütze ist eigentlich auch ganz gut. Eigentlich ist beides ganz gut, ne? Das nehmen wir beides. Und können wir nochmal kostenlos würfeln? Noch eine Faust. Eine blaue. Dann könnten wir... Ja, dann sperre ich die. Und dann können wir nächste Runde die beiden blauen kombinieren. Dann haben wir noch eine lilane. Dann können wir die kaufen. Dann haben wir noch eine lilane. Und dann haben wir noch eine graue. Das ist gut, ja. Dann safe ich das jetzt noch, das Geld. Ja, nee. Ja doch, wahrscheinlich können wir da gar nichts mehr mitkaufen. Let's go. Welle 8. Der Knackpunkt. Immer. Also bei mir zumindest. Also Welle 8. Boah, ey. So oft schon gestorben und alles lief gut und man denkt sich, yeah, yeah. Yeah, yeah, denkt man sich einfach. Aber dann kommt so Welle 8 und du so, oh no.
Und Brotato sagt so, nee. Welle 8. Jetzt hast du gedacht, aber jetzt kommt Welle 8. Ich hasse Welle 8. Boah, bist du des Wahnsinn? Oh, Junge. Das ist aber auch dangerous. Zum Glück haben wir schon ein bisschen Lebensregeneration. Nein, warum laufe ich denn da auch rein? Junge, geh weg von mir. Boah, wo kam die denn her? Das geht aber auch ruckidi zuckidi. Meine Güte. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Ja, Schaden, Angriffstempo. Nahkampfschaden haben wir schon ein bisschen Schaden. Angriffstempo. Ja, das nehmen wir Angriffstempo. So, dann kombinieren wir eine. Kaufen die graue, kaufen die lilane, blaue zur lilanen. Genau, gucken wir nochmal. Ja, das nehmen wir auch mit. Nö. Ja, ja. Das safen wir uns. Und hier ist noch eine blaue Faust. Und das auch, das kaufen wir uns alles nächste Runde. Das ist alles super. Wobei, wer weiß, was kommt, ne? Egal. Welle 9, ne? Hast du Welle 8 geschafft, darfst du dich freuen auf Welle 9. Denn da, ich finde, da kann, also klar, die hat es auch in sich, aber das ist die Geldmachwelle, ne? Also für mich zumindest. Man muss dann so bei der Hälfte, oh, bei der Hälfte 8 geben auf sich, weil dann auch die Rammer dazukommen. Aber ansonsten. Und die Raser. Die Raser und die Rammer. Also ich nenne die einen Rammer, weil die auch so einen Helm und oder Verband auf dem Kopf haben. Also die wollen dich rammen. Ich weiß auch nicht. So sieht das für mich aus. Also die wollten schon das eine oder andere mal jemanden rammen. So, oh ja, Ritual, das ist gut. So, was haben wir hier? Ja, Lebensregeneration. Genau, blaue Faust. Graue Faust, Pflänzchen, Zyklopenwurm, Sparschwein. Ha. Ja, das kaufen wir. Bandana. Das wäre cool, wenn wir jetzt, ne? Ne, wir sind jetzt schon. Aber wir könnten eine rot machen, ne? Ja, wir machen eine rot. Und würfeln noch einmal. Und sehen nur Scheiße. Alles klar. Welle 10. Mann, ey. Warum rennt er denn immer so bescheuert in mich rein? Das ist ja auch nur deren Job, ne? Was frage ich überhaupt? Die macht einen guten Job. Oh, 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 da muss ich mich durchballern. Jetzt kommen wir da nicht mehr weg. Der Raufbold. Einmal durch die Menge raufen, bitte. Oh, 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 nee, nicht da durch die Menge. Da bitte einmal durch. Danke. Das ist zwar echt dangerous für mich, aber... Was kriegen... Kann der einstecken. Kann er einstecken. Also... Ja. Und zweimal aufgestiegen. Schaden. Leben. Jetzt müssen wir uns um Leben auch kümmern. Schaden. Nee, das ist alles nicht interessant. Nö. Wobei die Narbe. Ja, die nehmen wir mit. Flammenschlagring. Super, dann machen wir uns noch eine rote Faust und kaufen wir den Flammenschlagring und würfeln noch einmal. Oh, alles lila, aber alles scheiße. Wobei, nee, das nimmt uns auch Lebensregeneration weg.
2. Reichweite brauche ich auch gar nicht. Nee, das ist alles scheiße. Los geht's. Welle 11. Baba. Bam, 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 bam. Dun, dun, dun. Die kannst du hier einmal so über die Karte boxen. Ne? Ja, und das Ding ist, wir können uns jetzt auch sogar auf die hier konzentrieren. Damit wir die auch nicht berühren, weil die anderen, ja, die kloppen wir dann einfach so weg nebenbei. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, weil hier auch mal, genau, die roten Kugeln längs fliegen. Und wir haben, hat doch, wir haben schon Elementarschaden, genau. Aber ich glaube, den haben wir noch gar nicht gepusht. Noch gar nichts gepusht. Also ich bin ehrlich, also Endlos-Modus habe ich auch schon gespielt, so offscreen. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich glaube, oh, weiß ich gar nicht, mir müsste ich lügen. 28? Nee, 26? Oh, weiß ich gar nicht. Oder war es sogar 31? Nee, keine Ahnung, vergiss es. Ich weiß es nicht mehr. Lagerfeuer, Elementarscham, Lebensgeneration. Das ist doch super. Nimmt uns ein bisschen Tempo. Das ist aber in Ordnung. Dafür können wir uns hier wieder Tempo holen oder Elementarschaden noch. Ich glaube, wir nehmen den Elementarschaden noch. Für das Feuer. Zyklopenwurm. Super. Oh, alles scheiße. Noch ein Ritual. Ja. Alles klar. Elite-Gegner. Let's go. Wer ist er denn? Oh mein Gott. Der ist auch neu. Oh mein Gott, er nimmt mich voll auseinander. Und wie? Ey, wer ist er denn? Okay, er hat's voll drauf. Er sieht so ein bisschen aus wie Udo Lindenberg, oder nicht, ne? Oh mein Gott. Udo! Meine Güte, Udo hat mich einfach gekillt. Scheiße. Ja, das war's, ne? Also da war ich nicht drauf vorbereitet, auf den neuen Elite-Gegner. Den habe ich noch nicht gehabt. Ja, alles klar, Leute. Ich würde sagen, ja, das war jetzt ein Klassiker. Ne? Ich würde sagen, nächstes Mal raufen wir uns wieder durch die Masse. Ne? Mit dem Raufbold. Ja, das Ziel ist mit dem Raufbold Level, also Welle 20. Das müssen wir doch schaffen. Ne? Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.